Namaste, ich grüße dich. Ja, ich mag dir heute den Beckenboden ein bisschen näher bringen. Der Beckenboden ist meiner Ansicht nach die bedeutendste Kraftquelle in unserem Körper, die Schöpfungskraft in unserem Körper, die Energie, die Leben bringt, ist auch die Energie, die Leben erhält. Und darum ist es wertvoll, wenn wir uns um unseren Beckenboden kümmern, ihn mit in unser Bewusstsein bringen. Ja, der Beckenboden liegt wie eine Hängematte in unserem Körper drin und ist eins von drei Diaphragmen, die wir haben. Wir haben eins hier im Mundboden, unser Zwerchfell ist ein Diaphragma und unser Beckenboden. Und alle drei Diaphragmen tragen dazu bei, Spannungen im Körper auszugleichen. Durch den Mund, über die Stimme können wir Spannungen, die wir aus der Außenwelt bekommen, ausgleichen. Über das Zwerchfell, die Regulierung mit der Atmung. Und das bildet auch ja, wie so eine Trennwand zwischen Atembereich und Verdauungsbereich im Körper. Und der Beckenboden, der Verspannungen in der Haltungs- und Verschlussmuskulatur des Urogenitaltrakts ausgleicht. Und dem wollen wir uns jetzt widmen, dem Beckenboden. Und genau, also ich habe hier so ein Modell mitgebracht und du siehst hier den unteren Teil des Modells, das ist das kleine Becken. Und hier oben, das ist das große Becken mit dem Beckenkämmen oder auch Beckenschaufeln. Und hier vorne den Darmbeinstacheln. Damit praktizieren wir auch viel im Yoga, wenn es dann um Core, um eine stabile Mitte geht. Sind die sehr wertvoll. Hier vorne sind die beiden Schambeine, oft auch als ein Schambein genannt, mit der Schambeinfuge in der Mitte. Und hinten haben wir hier das Kreuzbein, das übergeht zum Steißbein. Und der Beckenboden, der verbindet das Steißbein mit dem Schambein und die beiden Sitzbeinhöcker, die hier unten liegen, miteinander. Der Beckenboden hat drei Schichten. Die äußerste Schicht des Beckenbodens ist hier gerade ein bisschen lose, die sitzt sonst hier dran, die verschließt unseren Rumpf der Länge nach. Das ist die äußerste Schicht. Diese Muskelschicht, die ist direkt unter der Haut gelegen und die besteht aus zwei Ringmuskeln. Das ist einmal hier der Harnröhrenschließmuskel und einmal der Afterschließmuskel. Der setzt an am Steißbein und der Harnröhrenschließmuskel an am Schambein. Du kannst dir das wie eine liegende Acht vorstellen und diese liegende Acht, die kreuzt sich hier. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Die kreuzt sich am Damm. Das ist der Damm, an dem sich alle drei Beckenbodenschichten kreuzen. Und ein sehr wertvolles Energiezentrum in unserem Körper. Das ist der Sitz des Wurzelchakras, der Energie, die uns mit der Erde verbindet und uns für Qualitäten wie Urvertrauen, Sicherheit und Geborgenheit öffnet. Diese äußerste Schicht des Beckenbodens, das ist eine Schließ- und Schwellkörpermuskulatur, die wir willentlich steuern können auch. Du könntest auch mal ausprobieren so ein bisschen. Das ist einmal, wenn du den hinteren Teil dieser äußersten ersten Schicht aktivierst, ist es, dass du den Ringmuskel um den After zusammenbringst nach innen. Du kannst dir vorstellen, dass du da eine Perle oder ein Edelstein in dich aufnimmst, so ganz sanft, einfach nur zum Ausprobieren, zum ersten Erspüren. Und der Harnröhrenschließmuskel, den kannst du dir vorstellen, dass du einfach Scheide, Harnröhre, Klitoris, alles nach ganz sanft nach innen ziehst. Das ist eine Muskelschicht, die schnell arbeitende Muskelfasern hat, ansonsten hat der Beckenboden überwiegend langsam arbeitende Muskelfasern. Was auch bedeutet, dass wir im Beckenboden-Yoga langsam gehen wollen, um diese Muskelfasern zu erreichen. Musik.
Außerdem gehört noch der IC-Muskel zur äußeren Beckenschicht. Das ist hier an der Seite, so zwischen Schambein, an der Wand hier zum Sitzbeinhöcker hin. Das ist ein Schwellkörpermuskel, der bei der sexuellen Erregung sich weitet und ausdehnt. Der gehört auch zur ersten Beckenbodenschicht dazu. Dann die zweite Schicht, das ist wie eine Muskel- und Sehnenplatte. Ich mache hier mal die erste ab, das ist ganz praktisch. Das ist die zweite Schicht, das ist wirklich so eine Platte, die hier von Sitzbeinhöcker zu Sitzbeinhöcker hier vorne verläuft und hier, wo ihr gerade meinen Zeigefinger seht, zum Schambein hin. Das ist der oberflächliche quere Dammmuskel, der die beiden Sitzbeinhöcker verbindet und dafür für Halt in der Querverbindung im Becken sorgt. Und das insgesamt hier, dieses Dreieck, nennt sich der tiefe quere Dammmuskel. Der hat die Aufgabe zu stabilisieren, ist für die Statik der Wirbelsäule wichtig und er federt Druck. Bewegungen ab, auch beim Husten, beim Niesen, und der arbeitet reflektorisch, dieser Muskel. Du kannst ihn ja wahrnehmen vielleicht, wenn du deine Sitzbeinhöcker wie aufeinander zubewegst. Das ist dann dieser Teil hier, den du aufeinander zubewegst, vielleicht auch noch ein bisschen zum Schambein hinziehen, dann erreichst du diese Muskelplatte hier. Im Beckenboden-Yoga haben wir mehrere Möglichkeiten, um diese Muskelschicht auch zu berühren. Und auch hier geht es wie im ganzen Beckenboden vor allem um Entspannung. Das ist sehr wertvoll zu verstehen, dass der Beckenboden zu 70% über das vegetative Nervensystem gesteuert wird. Und ja, also ich weiß, dass die meisten, die an Beckenboden-Yoga oder Beckenboden-Training, ist damit auch schnell assoziiert, denken und an den Beckenboden überhaupt, denken, dass es darum geht, den Beckenboden zu aktivieren, zu kräftigen, zu stabilisieren. Und das ist auch wirklich wertvoll, wenn wir hier einen guten Tonus haben. Viele Menschen leiden darunter, dass sich Organe senken, dass sie inkontinent werden. Noch mehr leiden wir Menschen darunter, dass unsere Beckenböden verspannt sind. Der Beckenboden besteht zum großen Teil aus Faszien. Ich glaube, es sind 60% Faszien hier. Und die Faszien sind bei vielen Menschen verklebt, verfilzt. Und was wir im Beckenboden-Yoga machen, ist durch bewusstes Atmen, durch Meditation, durch Entspannung und durch Dehnung diese Faszienverfilzungen wie weich zu atmen und unseren Beckenboden zu durchsaften und lebendig werden zu lassen. Wir wollen einen weichen, flexiblen Beckenboden und dadurch reguliert sich der Beckenboden von ganz alleine. Es ist wirklich die Entspannung, die den Beckenboden reguliert und heilt auch. So, das war jetzt die zweite Schicht unseres Beckenbodens. Die mache ich jetzt auch mal ab. Da ist so ein kleiner Schlitz, das nennt man auch das Levator Ani Tor. Das ist... Moment. Geht nicht so leicht ab. So, jetzt habe ich es ab. Das ist das, kann es nochmal zeigen, das Tor für die Harnröhre, für die Vagina und auch für den Geburtskanal dann. Also nicht dann, der ist natürlich immer da, wenn er gebraucht wird. Gut, jetzt nähern wir uns der innersten Schicht. Das ist die, ja, könnte sagen, wichtigste Schicht des Beckenbodens. Der hält wirklich alle Organe in unserem Körper, der hat also eine sehr wichtige Funktion, will ich mal sagen. Das ist
die innerste Beckenbodenschicht kannst du auch mal sehen. Das ist wie ein Fächer hier drin, der am Steißbein sitzt. Und dann, wenn du deine Hände mal so zusammenbringst, der verläuft so vom Steißbein zum Schambein hin und fächert sich hier vorne so auf. Und so groß, wenn du die Schale klein machst, ist etwa auch dein Beckenboden. Also das ist ganz schön was an Muskulatur und ganz viel Fasziengewebe hier. Und zur innerste Beckenbodenschicht, bei der wir jetzt sind, gehört auch noch als Unterstützung dazu, das sieht man hier hinten so ein bisschen, ist einmal dieser Birnenmuskel, sagt man dazu, auch der Piriformis, der dein Kreuzbein mit dem Oberschenkelknochen verbindet und dein Coccygeus, der Kreuzbein und der am Kreuzbein und am Steißbein ansetzt. Das sind ja Muskeln, die man auch zur inneren Beckenbodenschicht mit dazu nimmt, die wir viel dehnen im Yoga. Das ist alles, du kannst es dir vorstellen, unser ganzer Körper besteht aus Faszien, die sind einfach überall, umschließen alles im Körper. Und wenn du jetzt hier eine Verspannung hast, und lass mal sagen, diese Verspannung ist im Beckenboden, dann hat es, wie du siehst bei meiner Jacke, die ich anhabe, einfach Einfluss auf jede Zelle deines Körpers. Das geht einfach überall hin. Verspannungen im Beckenboden haben beziehungsweise haben Einfluss auf die Knie, auf die Füße, auf die Schultern, auf den Nacken. Viele Leute, die Schulter- oder Nackenprobleme haben, haben die Ursache davon im Beckenboden. Na, und diese innerste Schicht des Beckenbodens, die können wir erreichen im Körper, wenn du dein Steißbein zum Schambein lenkst oder dir dein Steißbein nach unten in die Erde denkst und nach vorne zum Schambein hin. Oder auch die Vorstellung, dass Schambein und Steißbein sich einander annähern. Du kannst es mal sanft ausprobieren. Wir wollen immer ganz zart gehen mit dem Beckenboden. Und was ich total spannend immer noch finde, ist, dass die Ausrichtung unseres Beckens und die Ausrichtung des Beckenbodens im direkten Kontakt mit unserer innerlichen und äußeren Aufrichtung steht. Der Beckenboden, der spiegelt uns, wie es uns geht. Diese innerste Beckenbodenschicht, die wird auch After-Hebemuskel genannt. Und man sagt, dass das hier unten beim Steißbein, das ist, was von uns, als wir Tier waren, also in der Evolution, was früher der Schwanz war, übergeblieben ist. Und was ich daran interessant finde, ist, dass auch Hunde oder auch bei anderen Tieren ihre Gefühlsempfinden ausdrücken über die Position ihres Schwanzes. Und so ist es tatsächlich auch mit dem Beckenboden. Ich kann das auch manchmal bei meinem kleinen Sohn beobachten. Wenn es dem nicht gut geht, wenn der krank ist, wenn der schlaff ist, dann hängt der richtig. Dann hängt sein Hodensack nach unten. Dann ist so der ganze Beckenbodenbereich. Das kann ich richtig sehen, wie schlaff das ist. Und wenn es dem gut geht und der voller Kraft, dann ist er einfach ganz wach und in einem guten Tonus da. Und ja, da sitzen also ganz viele Emotionen in unserem Beckenboden und die ganze Gefühlswelt, jedes Gefühl zeigt sich im Beckenboden. Und ich kann es an mir immer wieder gut sehen, obwohl ich viel mich dem Beckenboden zuwende und damit seit vielen Jahren praktiziere. Es ist doch so, wenn es mir gar nicht gut geht und das vielleicht über eine bisschen längere Phase geht, dass dann mein Beckenboden schlaff wird. Und ja, da brauchst du dann einfach vermehrt liebevolle Aufmerksamkeit und Geduld. Wir brauchen ganz viel Geduld, wenn wir mit dem Beckenboden arbeiten, dass sich manchmal nur durch Visualisieren oder Bilder, wenn die Einladung kommt, den Beckenboden zu aktivieren und du erstmal vielleicht gar nichts spürst und dich wie taub anfühlst,
dir zum einen die Einladung zu geben, dass es wirklich so sein darf, genauso wie es ist und dass es für deinen Körper richtig ist. Und ins Vertrauen dich hinein zu entspannen, dass sich die Nervenverbindungen vom Beckenboden zum Gehirn wiederherstellen werden. Ja, und vielleicht abschließend noch, so wie unser Beckenboden unser Gefühlsleben spiegelt, so können wir auch durch die Aufmerksamkeit, unser liebevolles Gewahrsein im Beckenboden Einfluss nehmen auf unsere Gefühlswelt und durch den Körper, durch das Wachsein, Präsentsein im Körper, im Beckenboden, ja, zu einem Mehr an Lebendigkeit, an Freude, an Lebenskraft, an Genussfähigkeit, Leidenschaft finden, die ja, das weiche, liebevolle Dasein im Beckenboden, die Atmung, mit der wir im Beckenboden-Yoga viel praktizieren, die Beckenboden-Atmung, die auch hier für die Durchlässigkeit in unserem Beckenboden sorgt, die unterstützt, dass wir, auch die Meditation natürlich, die unterstützt, dass wir auch in ein Gefühl von Erdverbundenheit kommen, dass wir die Energien aus der Erde wirklich in uns aufnehmen können. Das ist so ein Tor, der Beckenboden. Das Wurzelchakra, das öffnet sich am Damm, das geht so trichterförmig nach unten Richtung Erde. Und es wird auch in einem tiefen Rot dargestellt, dieses Energiezentrum, so tiefrot glühend wie die Mitte der Erde. Und wenn wir ja, unsere Faszien da auch befreien, unsere Atmung befreien, auch unsere Wirbelsäule befreien, die ja auch direkt mit dem Beckenboden im Kontakt steht, dann wird ganz viel möglich. Es führt wirklich zu einem Mehr an Lebensenergie. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen deine Neugierde geweckt für den Beckenboden und ja, mag gerne in meinem Kurs oder in den Videos meine Liebe zum Beckenboden mit dir teilen. Namaste.